Meine Freundin und ich waren der letzte im Kino im neuen Film Stuber. Und wir waren erstmal erschrocken, als wir gesehen haben, dass er in der zweiten Woche schon nur noch im kleinen Kino lief. Da dachten meine Freundin und ich schon, oje, der wird wohl nicht so gut sein. Und dann hatten wir auch noch so kleine Mongo-Kinder im Hintergrund, die die ganze Zeit gegrölt haben und es lustig fanden, mit ihren Handys rumzuleuchten. Wie ich solche Leute hasse, ganz ehrlich. Naja, aber mal zurück zum Film. Dave Bautista ist ein Polizist namens Vic. Dieser jagte mit seiner Partnerin zusammen einen Kriminellen. Während einer Verfolgungsjagd tötet der Kriminelle die Partnerin von Bautista. Dieser ist sichtlich schockiert von dieser Tat. Längere Zeit später versucht er immer noch den Mörder seiner Partnerin zu finden. Eines Tages bekommt er einen Tipp, wo sich dieser aufhalten könnte, und prompt möchte er diesen jagen. Blöd nur, dass er kurz davor eine Augen-OP hatte, weil er wenig sieht. Deshalb schnappt er sich prompt einen Uber-Fahrer, sowas ähnliches wie einen Taxifahrer, der ihn dann zum Mörder fahren soll. What the fuck? Der Uber-Fahrer, ein Inder, möchte eine gute Bewertung in der App haben und versucht mit Bautista zurechtzukommen. Doch dieser jagt ihn in eine gefährliche Situation nach der anderen. Selbst als der Uber-Fahrer aussteigen möchte, wird er immer wieder mit hineingezogen, natürlich nicht ganz freiwillig. Und so erleben sie zusammen ein Abenteuer, um den Mörder zu fassen. Ja, was sich wie eine dumme Story anhört, war auch wirklich eine dumme Story. Oh je, meine. Leider war der Film wirklich nur so mäßig wie die Zusammenfassung. Eigentlich sollte so ein Film von Witz und Action leben. Weder das eine noch das andere machte dieser Film aber richtig. Zwar waren die einzelnen Charaktere nett wie ein Bautista oder der indische Klischee Uber-Fahrer, aber irgendwie passt alles nicht so richtig zusammen. Die Witze sind einfach nur klischeebehaftet und flach, auch die Story ist jetzt nicht gerade tiefsinnig und ergreifend. Und die Action hält sich auch in Grenzen, da, naja, Bautista nichts sieht. Das wird uns den ganzen Film vor die Nase gehalten, aber wirklich draus was machen, tun sie nicht. Klar, einige Lacher konnte der Film schon bieten, ist ja immerhin keine Tragödie. Und es ist auch ein netter 20.15 Uhr pro 7 Film. Aber Geld ausgeben, um ihn im Kino zu sehen, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Auch der Plot-Twist zwischen der Mitte und dem Ende des Films hat weniger Impact gehabt als vom Regisseur möglicherweise erhofft. Und somit dümpelt dieser Film einfach vor sich hin, ohne irgendwas in mir zu entfesseln. Ja, leider war der Film nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Trotzdem könnt ihr ihn ruhig mal anschauen, wenn ihr sonst nichts zum Gucken habt. Aber dafür ins Kino? Nein, danke. Ich hoffe auf jeden Fall, das klitzekleine Review hat euch gefallen. Was haltet ihr denn von diesem Film? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, vielleicht fandet ihr ihn ja megamäßig geil. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Like und einen Daumen nach oben. Wenn ihr Lust habt, joint doch mal meine Steam-Gruppe Insane Network. Link wie immer in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.